Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sengoku Dynastie und wir sind vor dem Jahreswechsel. Wie machen wir das? Wir gehen einmal in unsere Hütte schlafen. Unsere neue Bewohnerin ist schon am Schlafen. Bau die Brücke wieder auf, die aus Suzuki hinausführt. Das ist jetzt die nächste Quest, also wir müssen da nochmals etwas bauen. Ich habe ja hier noch Holz vorhanden. Wo ist meine Fackel? Ist jetzt alle meine Fackel schon weg? Ja, das ging jetzt auch schneller wie vermutet. Wir machen noch schnell zwei Fackel, dass wir die schon mal haben. Ziehen die wieder in die 0 hinein. Das war ja mein Platz einmal. Das war jetzt die 9. Gut, das Holz liegt noch hier. Das sind 5 Stämme. Mal schauen, ob die zum Jahreswechsel noch hier liegen. Und wir gehen einmal eine Runde schlafen. Gut, dann kommt hier ein Bericht. Wir haben eine Dynastie-Legende von 5, ein Dorf. Also wir können dann auch mehr Dörfer bauen. Wir haben 3 von 6 in der Bevölkerung und 4 von 50 Gebäuden. Jemand ist arbeitslos, das bin ich. Und die anderen 2 habe ich ja zugewiesen. Die Effizienz ist gestiegen auf 105%. Was das hier heißt nächstes Jahr, weiß ich jetzt nicht. Wir gehen einmal ins Dorf. Hier passt ja alles. 4,30, 3 Bewohner. Hauptvorkommen haben wir hier keins. Hier passt soweit ja auch alles. Stufe 3, also wir haben eine Stufe. Die müssen wir mal anschauen. Und dann haben wir die Arbeitsplätze. Und wir haben hier 90 Verbrauch, 793 haben wir. Und dann gehen wir einmal zurück. Bestätigen, einmal ist einmal der Charakter wahrscheinlich, Legende. Hier habe ich ja 2 verfügbare Bonus, Fleischer. Einkaufspreis, du bist beinahe selbst schon zum Händler geworden. Durch geschicktes Leisten und Anpreisen deiner Ware erzielst du höheren Verkaufswert. Dann nehmen wir mal diesen hier. Würdenträger. Deine Bemühungen um den Respekt der Leute zahlen sich aus, nachdem du anderen geholfen und ihre Lebenssituation verbessert hast, erwerben sie sich auch Fremde dir gegenüber leichter. Das macht sicher auch Sinn. Dann nehmen wir mal zuerst diesen hier. Weg des Anführers, Handwerker. Benötigt auf diesem Herstellungszeit, gut, die ist relativ momentan schnell, wirkungsvoller, du brauchst weniger von ihnen, und ja, das brauche ich fast mehr, den kann ich nicht freischalten, ich habe noch 2 Bonus, okay, jetzt muss ich mal schnell aufpassen, weil das ist für alles, Mönch, den kann ich nicht. Da kann ich die Wirkung erhöhen. Okay, und der beim Häuten fällst du Fell und andere Rohstoffe wie Fleisch. Okay. Dann habe ich auch mal das Fell. Das war jetzt alles, oder? Das war ja nicht pro Stufe. Ah, doch. Hier habe ich nichts freigeschaltet, ne? Krieger habe ich 0, Handwerker, dann machen wir gleich den noch. Und Anführer haben wir nichts mehr. Quest ist klar. Weg der Erneuerung, Nebenquest gibt es keine. Und dann haben wir ja unsere Fackel, brauchen wir nicht mehr. Gut, die Holzstämme sind noch da. Ich schaue einmal hier in die Nahrung rein. Und sie hat Wasabi organisiert, wie gewünscht. Die war ganz fleißig jetzt am Arbeiten. Also wenn das jeder Tag so ist, dann gehen wir nochmal schnell schauen, was Akko in ihrem Vorrat hat. Wieso kann ich...
Hier kann ich ja hören. Okay. Und ist jetzt hier in der Sammlerhütte. Wo hatten die das? Okay. Wir gehen zur Brücke. Nehmen hier gleich mal unser Material mit. Dann eine leichte Verpflegung. Wir essen mal die Waldbeeren. Haben wir sonst noch etwas zum Essen? Nein, aber wir können hier mal ein bisschen Material abladen bzw. tauschen. Dann gebe ich dir nochmals Gobo. Und anderes nicht. Jetzt nehme ich wunder, ob ich hier nochmals raufgehen kann. Dynastie, Bevölkerung, Akku, verwalten. Und hier kannst du gleich wieder 10 machen und ich werde ein bisschen essen. Weil wir müssen eine Brücke bauen. So, dann gehen wir auf den Weg zur Brücke. Hier müssen wir ja auch mal die Häuser abreißen, weil das sieht ja einfach so schrecklich aus. Ich nehme mal wieder eins weg. Dann nehmen wir gleich 2. Sollte jetzt ja weniger Schläge benötigen. Vielleicht kann ich auch mit Rechtsklick einen harten Schlag machen. Das ist nicht wirklich besser. Gut. Den braucht auch keiner. Sind das jetzt 2? Ah, das war ein Garten. Ja, schau mal, was wir haben wieder. Gobo-Pflanzen. Gobo, Gobo, Gobo. Und wir nehmen auch die Beeren. Und wir gehen zur Brücke. Der Speichergut. Wir gehen zur Brücke. Wir bauen die Brücke. Und wir benötigen Steine. Und hier gibt es ganz viele Steine. Aber muss ich zuerst noch das eine Gebäude aufbauen? Ah, das kann noch sein. Stein mitnehmen. Ich muss ja... Was macht jetzt Sinn? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Gebäude hier hinstellen soll. Oder ins Dorf. Ich baue jetzt das mal hier hin. Ob das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Wir nehmen unser Hammer. Und bauen hier, wo war das Dorfbauwerk? Und dann war es war das nicht hier? Hier. Und doch irgendwo, gut, wir platzieren das einmal hier hin. Wir haben ja Bambus, haben wir genügend, Stein haben wir genügend, Holz haben wir genügend und Brett haben wir genügend. Jetzt hoffen wir, dass das alles in einem Flutsch durchgeht. Abgesehen von der Energie. Wir bauen eine Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen. Na, na, na. Um ein Spezialprojekt abzuschließen, lieferst du zunächst alle benötigten Materialien an den Spezialprojektwerkstatt. Daraufhin wird das Spezialprojekt in der Liste deiner verfügbaren Arbeitsplätze erscheinen. Weise ihm hier alle benötigten Arbeiter zu. Denk daran, du kannst auch dich selbst zuweisen, solange du einem eigenen Bett zugewiesen bist. Und warte einige Jahreszeiten. Okay, ein Großprojekt. Es braucht mehrere Jahreszeiten, bis größere Projekte fertiggestellt sind. Achte darauf, dich währenddessen weiterhin gut um die Bedürfnisse deiner Dorfbewohner zu kümmern. Also dann weise ich mich zu, weil ich bin ja noch arbeitslos. Jetzt muss ich ja alle Materialien hier... Jetzt nimmt mich schon noch wunder, wie das... Wir nehmen schon den Hammer weg. So.
Dann brauchte ich mir schnell Holz und Bretter. Bin gerade am Überlegen, ob wir das gemeinsam machen oder nicht. Ich bin jetzt mal so gemein und quäle euch und sage, ihr müsst zuschauen. Ich hoffe, es macht euch nicht aus. Ihr dürft es auch gerne in die Kommentare reinschreiben, dass ich das auch zukünftig weiß, ob ich solche Stelle lieber überspringe, weil sie sind nicht interessant, klar, oder ich das für euch mit aufnehmen soll. Und, da wird es mir halb und schlecht, wie ich da hier so zuschaue. Aber es geht ja relativ noch flott vorwärts. Dann nehmen wir hier auch mal die Baumstämme, mal alle. Und dann schauen wir, wie viel das wir abliefern müssen. Und aus dem Rest machen wir dann die Bretter. Was ich mir auch noch überlegt habe, ist, ob es vorteilhaft wäre, wenn ich da eine Holzfällerhütte habe, ob daraus mehr Bretter generiert werden. So. Ne, so weit wollte ich jetzt nicht. Wir nehmen hier das Holz. Wir nehmen das Holz. Mein Beruf ist Holzfäller. Tag ein, Tag aus. Und die Kettensäge wurde noch nicht entdeckt. Ja. Na, wäre auch cool, eine Kettensäge, ne? Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr überhaupt das Spiel hier abspielt. Ups. Jetzt habe ich etwas anderes gefällt. Gut, die Stämme habe ich alle mal voll. Dann gehen wir mal abladen. Hm, 20 Stück sind es. 13 haben wir. Dann sind es noch 7. 2, 3, 4, 5, 6. 7 und dann müssen wir noch Bretter haben, die kann ich noch schnell zählen, weil aus einem Holzstamm bekomme ich 3, das sind 10, 11, 12, 13 sind 39, also 14 Baumstämme müssen wir haben, das sind 4. Jetzt kommt meine Katze. Sind 4. Sind 8. Ja, ich komme gleich, Roxy. Muss vielleicht noch schnell weg wegen meiner Katze. Sind 8, dann wären hier 12. Zwölf mal 3 sind 36 und dann nehmen wir hier noch diesen Baumstamm und dann verarbeiten wir alles. Eine Axt muss ich ja dann auch gleich mal noch machen. Und der benötigt dann auch noch einen Baumstamm, wenn ich mich täusche. Dann haben wir gleich noch für unser Material auch alles, für unser Werkzeug, Entschuldigung, gleich auch das Material bei uns. Dann gehen wir hier jetzt auf die 3. Von diesem haben wir genügend noch in unserem Inventar. Genau, wenn wir gleich 2 nehmen können, ist das sensationell. Und wenn wir gleich 3 nehmen können, ja, sind sie zu weit auseinander. Gut, dann sind wir hier, das sind Wurzeln. Dann gehen wir hier nach unten. Und ich brauche 40 Stück. Wir haben 33, 36, 39. Und wo ist noch ein Stamm? Hier oben. Und dann nehmen wir mal noch dann die ganze Baumstämme mit. So, 2 Stück. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch eine Axt. Das sind Sticks, genau. Muss ja so sein. Das passt. Wir gehen nach unten und platzieren unsere Bretter.
Und dann nehmen wir hier unser. Kann ich jetzt auch hier gleich Arbeiter zuweisen? Gut, dann nehmen wir hier. Oh, ich bin gar nicht glücklich. Wieso bin ich nicht glücklich? Ich fühle mich so pudelwohl. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert mit der Brücke. Jetzt nehme ich mal meinen Hammer. Das war ein Stein. Ich kann hier aber nichts bauen. Bau die Brücke. Dann nehmen wir nochmals den Hammer weg. Handarbeit. Oh, nee. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie man die Brücke hier bauen kann. Ah, hier war der Stein, okay. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, ob da hier dann etwas passiert oder nicht. Ich gerät doch. Was jetzt mich wundern nimmt, ist einmal das Gebäude Holz, die Produktionsgebäude Holz. Wahrscheinlich eine Sägerei oder so, was das auch immer ist. Weil ich denke mir wahrscheinlich, dass ich hier mehr Output erbringen kann. Ja. Oh, sag's nur. Wo laufe ich durch? Genau, dass wir hier einfach eine größere Ausbringung haben an Rohstoffen. Ich nehme gleich hier mal dieses Gebäude weg. Weil ich möchte hier ein bisschen Platz schaffen für unser Dorfbau. Und eine Axt wieder weniger. Die produzieren wir auch gleich wieder nach. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie man das Ganze verbessern kann. Hier müsste dann der Baum hier noch weg. Das gibt ja auch wieder Sticks. Gut, dann haben wir hier so unsere Produktionsgebäude. Da kann ich ein bisschen nach oben platzieren. Dann gehen wir schon auf die 2. Sagen hier einmal Gebäude, Produktionsstätten. Sammlerhütte, die haben wir ja schon, Holzfällerhütte. Die können wir hier mal schön platzieren. Kann ich das drehen? Ja. Ich möchte die mal so. Ja, so gefällt es mir besser. Dann kannst du hier mal ruhig so nach oben. Und dann haben wir das nächste Bauprojekt. Weil ich nehme jetzt an, Lagergebäude, allgemein, Wasser, Holzlager. Dass wir hier gleich das Holzlager nehmen können. Drehmodus drehen, ich kann jetzt nicht höher oder tiefer, ne. Dann kommt hier der Weg hinunter. Dann schauen wir, dass wir hier dann lassen wir hier den Weg frei. Das passt für mich. Ich baue jetzt zuerst mal das Gebäude. Holzstämme. Und hier auch sind 6 plus 10 sind 16 Stämme. Und ich denke schnell, ich hole die Holzstämme und ich schalte mich wieder dazu. So, hier bin ich wieder. Ich habe da Holz eingesammelt. Wir gehen hier schnell beim Hammer vorbei. Etwas habe ich noch im Inventar. Und das hier ist kein Problem. Bretter genügt auch noch gleich. Wir müssen noch mehr Bretter haben. Dann gehen wir hier schnell platzieren. Hier einmal 8 Stämme. Schaue ich gleich, bis ich voll bin. So. Das wären etwa ungefähr 8 sein. Einer mehr, spielt keine Rolle. Und auch hier Bretter, 10 Bretter. Und hier benötige ich 2 Bretter. Das sind 12 Bretter. Dann gehen wir hier. Ja, ich habe so viele Rinden.
Ah, okay. Dann geben wir noch was zum Hammer. Platzieren hier einmal das hier. Und hier mache ich auch mal schnell den Boden. Das waren einige. Gut, ich habe ja noch ein bisschen Holzstamm da hinten. Boah, das ist Bambus wieder, ne? Das sind die Bambus. Ah, Bambus habe ich ja noch. Bretter passt auch. Und dann hier nochmals zwei Bretter. Das ist genau aufgegangen. Hier wieder das blöde Grüne. Ärgere ich mich jetzt schon. Hier nochmals. Ui. So viele Baumstämme sind es gar nicht mehr. So viele Baumstämme sind es nicht mehr. Das ist Pferd. Ah, das Dach noch. Super. Nee. Okay, wir stellen das jetzt miteinander gemeinsam fertig. Ein Holzstamm. Und zwei Bretter. Und das kann ja sein, dass das ohne Dach ist. Weil das ist ja alles eine Öffnung. Jetzt hoffe ich, dass der Bambus genügend ist. Das zeigt es mir irgendwie gar nicht an. Keine Anzeige, wie viel Bambus hier benötigt wird. Ja, also es war... Och Mann, da bin ich jetzt ein bisschen schreckhaft. So, Hammer, Hammer. Ein Holzstamm. Okay. Dann gehen wir schnell nochmals in den Wald. Ich dachte, wir hätten genügend Material dabei. Aber nö. Das sind jetzt andere Bäume. Oder sind das einfach, weil es Sommer ist und die nicht mehr blühen? Ja. Dann waren das die Bäume, die wir schon mal einmal ausgetestet haben. Und dann haben wir dann einmal unser Holzlager. Und falls wir dann nochmals einen Arbeiter bekommen, dann können wir den auch gleich dem Holzbau widmen. Weil dann haben wir das lästige Holz holen nicht mehr. Ich denke, das ist dann schon auch eine Erleichterung für mich. Wenn dann automatisch immer ein bisschen Holz hier jemand einsammelt, fällt etc. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch Bretter. Dann machen wir gleich noch Bretter. Habe ich überhaupt noch Platz im Inventar? Ja. Das passt soweit. Eins, zwei, umstellen und gleich nehmen. Genau so sollte es sein. Und dann gehen wir nochmals und nehmen hier noch ein weiterer Baum und dann sollte es, glaube ich, aus meiner Sicht für die zwei Gebäude genügen. Wie spät haben wir es denn von der Uhrzeit her? Es ist schon wieder Abend, das passt. Also ich denke, wir können diese Gebäude noch fertigstellen. Dann können wir dann auch morgen schauen, ob unser Großprojekt dann etwas vorangegangen ist. Da bin ich noch nicht ganz überzeugt, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es annehme. Aber wir lassen uns überraschen. So, wir bauen weiter. Ja, der Hammer, der ist ja weg. Und jetzt müssen wir den Hammer wieder platzieren. Einen Platz hätte ich noch. Und irgendwann wäre so noch ein allgemeines Lager notwendig, weil ich habe ja momentan im Inventar so viel Rinde und ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann die momentan ja nicht verwerten. Ich kann die im Holzlager. Die kommen ja ins Holzlager. So, jetzt platzieren wir mal der Bambus hier. Ach so, okay.
Das hätte ich ja vorher fertigstellen können. Ui, ein großes Dach. Ich habe zu wenig Bambus. So schnell braucht man Bambus. Das war jetzt eine enorme Anzahl. Da können wir, gut, drei Bambus ist nicht allzu viel. Bretter, das macht mir schon wieder Sorgen. Aber es sollte ausreichen. Weil dann können wir zusammen noch den Bambus holen, den Sonnenuntergang dann noch genießen. Zusammen. Und dann wäre die Folge hier eigentlich dann auch schon wieder vorbei. Wir haben... Das dachte ich schon wieder. So, wir nehmen schon den Hammer weg. Was kann ich hier machen? Herstellen. Ihr braucht jetzt der weniger Mats. Ein Holzstamm, drei Stöcke. Ein Holzstamm, drei. Ja, das ist ja kein Vorteil gewesen. Einmal mit Wasser, einmal mit Dünger, Holzfackel, ja, der Yarari. Und hier einmal ein Eimer. Und hier ein Rührpaddel. Okay. Dann haben wir ein Kalebasse-Flasche. Für ein Arzneimittel. Das ist auch ein Arzneimittel. Für getrocknete und ausgehöhlte Hülle eines Flaschenkörbnis, die als Wasserflasche verwendet werden kann. Ein kleiner Gohai-Stab, diese Holz- und Bambusstäbe mit zickzackförmigen Papierbändern werden in Sinto-Ritualen verwendet, um heilige Orte von negativen Energie zu bereinigen. Das ist natürlich auch wichtig. Gut, wir gehen jetzt einmal retten. Da hat jemand schon Freude. Akku, ja, Akku. Das ist aber nicht deine Hauptaufgabe. Wir nehmen da mal wieder mal Stroh mit. Wir haben ja auch mal unser Steinwerkzeug. Ah, das wollte ich vorher. Wir haben jetzt 5 sind dazugekommen und aus 5 sind 12. Also ich habe 12 Steine. Das waren 7 Steine. Schon herrlich, auch mit dem Schattenspiel. Wunderbar. Bambus war hier zur Brücke hoch. Hier hat es allerdings auch noch Bambus gehabt. Irgendwo hier war doch Bambus. Ah, hier ist der Bambus. Dann mit dem Hammer wird es schwer. Wir nehmen die Axt. Hauen das Ganze einmal ab. 3 Bambus waren es. Nehmen da gleich den Rest auch noch mit. So, glaube so viele. Oh, sind es gar nicht. Die Axt ist auch gleich vorbei. Habe ich noch eine? Ne, ja, steht noch eine Axt her. Oh, habe ich jetzt abgebrochen? Ich habe das Ganze abgebrochen, ne? Axt. So. Da haben wir den Bambus. Gut, und hier noch einer und dann gehen wir auf zu unserem Dorf. Herrlich. Einfach herrlich. Den Himmel und alles. Traumhaft. Gefällt mir richtig gut. Und wir bauen nun unser Lager noch fertig. Wir nehmen unser Hammer. Und da muss ich ja auch noch mehr. So, jetzt ist abgeschlossen. Muss man noch mal schauen. Gut, ich produzieren konnte ich ja vorher schon. Hier war Bambus, oder? Ja, ich komme gleich. Die Folge ist fertig, Roxy. Meine Katze, die möchte irgendwo weiter. Oh. Roxy, wir müssen noch 4 Holzstämme organisieren und dann komme ich zu dir. Dann gehen wir einmal hier hoch. Das wäre einen Baum und wir hätten das Ganze und dann hätten wir auch unser Lager fertig. Energie füllen.
Das Einzige, was ich schnell ausprobieren möchte, ist, ich nehme einen Holzstamm mehr mit, weil aus einem Holzstamm gibt es ja drei Bretter und da kann ich gleich mal testen, ob das mit der Maschine gleich ist oder einfach ich halt einen größeren. Ja, da kann ich auf jemanden den Auftrag geben, der macht das. Aber die Hoffnung war eigentlich noch eine andere. So, das hätten wir. Du kommst mit. Es ist dunkel in der Nacht. Es ist Abend. Und ich finde mein Gebäude nicht mehr. Die Baustelle ist hier. Und wir nehmen unser Hammer. Und stellen unser Lager her. So, das hätten wir. Hammer versorgen. Öffnen. Ich kann ja jetzt mal einen Holzstamm hier rein platzieren. Man weiß ja nie. Und die Rinde wollte ich ja austesten. Ja. Oh, das gibt wieder Platz im Inventar. Da können wir mal Brennholz reintun, Rinde. Die benötige ich ja momentan nicht. Dann gehen wir wieder raus und jetzt schauen wir das Ganze mal hier an. Herstellen. Und zwar Bretter. Habe ich momentan Bretter im Inventar? Wir haben 6 Bretter. Also müssen wir theoretisch nachher 9 haben. Dann habe ich ja keinen Vorteil gewonnen. Zwölf. Das war die doppelte Menge. Also. Dann wissen wir, wie wir hier vorgehen. Sticks und entrinnende Holzstämmen. Aber das passt also. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Wir haben heute ja wieder einiges erreicht mit unseren zwei, also einmal mit unserem Produktionswerkstätte Holzfäller und dann mit unserem Holzlager. Wir schauen dann morgen an, wie es unsere Brücke aussieht, ob da etwas vorwärts gegangen ist, weil wir zugeteilt sind, aber trotzdem irgendwo anders tätig waren. Und ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Meti. Danke.